Mist, verräuspert. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 auf der PlayStation 4. Ich warte hier mal, dass das Ding hier fertig wird. End ist auch noch nicht reif. Ja. Was macht man da? Können wir nicht nur ein paar Bäumchen fällen? Oder wir gucken nochmal in den Verkauf rein. Ist ja neuer Tag. Wie sind denn die Preise? Wir haben ja noch Körnermeister jetzt noch auf Lager. Aber 874 in Getreide. Moment. 741. Güterbahnhof ist ja noch weniger. Aber dann, gut, dann können wir ja noch den Zug wegschicken. Ne? Ich weiß dann gar nicht, wie viel man dann insgesamt bekommt. Wäre auch nochmal interessant. 14,9. Was wir machen? Soll ich mal eine Ladung wegbringen? Wir haben ja eh gerade Zeit. Testen wir mal, wie das denn ist mit dem Zug. Ob sich das Ganze dann lohnt. Dem Mais. Ja, es gibt eine neue Planung. Ich hoffe, der Plan geht auf. Ich kann es nicht versprechen, aber der eigentliche Plan ist, dass jetzt, also heute am Montag, ich weiß, ich bin spät dran, kommt die PS4-Version. Dann morgen Belgic Pro Fonte. Dann Mittwoch machen wir einen Mobile-Tag. Ja, da kommt dann LS16 wahrscheinlich und ich denke mal, wollte ich auch nochmal drei Teile von machen. Insgesamt von Rollercoaster Tycoon und ja, für die Zukunft spielen wir dann halt mal so Spiele an. Mittwochs und Donnerstag dann halt wieder PS4. Freitag Belgic Pro Fonte. Ja, so ist halt mein Grundgedanke und dann halt Sonntag ist klar, da kommt dann wieder LS15 Björn Holm. Warte mal, ich muss noch was mitnehmen, ne? Und ja gut, und dann noch diverse andere Spiele dann halt, ne? Immer so der Grundgedanke, der Grundplan. Ich hoffe, ich kriege das nur noch so hin. Muss ich mal drüber nachdenken. Also Vorschläge. Gerne. In den Kommentaren. Ich muss jetzt doch mal wieder die Hilfe machen. Können wir mal starten. Das ist natürlich jetzt keine Menge für ihn hier und diese 14.000. Aber wir brauchen ja Geld. Für den neuen Traktor. So. Ja, dann schicken wir mal den Zug weg und ich bin gespannt, was das dann bringt. Ich müsste auch nicht runterfahren, ne? Schon hügelig hier. Ich hätte auch gerne noch diverse kleinere Traktoren, aber sind wir dann später mal. Wir brauchen erstmal einen mit Leistung, damit wir so ein bisschen mehr. Oder? Ich weiß auch nicht so genau. Aber Problem ist auch alleine für. Warte mal, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Sämaschine haben wollen, ne? Wenn wir sagen, die hier mit Direktsaat, die braucht schon mindestens 180 PS. So, gut. Diesen kein Problem. Boah, 320, 180, 9 Meter. Jetzt 6 Meter, okay. Ja, da werden wir schon scheitern, ne? Wenn wir. Obwohl, es wird auch mit dem Case gehen. Das wäre dann auch nicht das Ding. Ich meine, immerhin sparen wir da, wenn wir den
Also mein Traum ist hier diesen Linden, hätte ich so gerne nochmal. Und auch den Hurleyman, den würde ich auch gerne mal nehmen. Gut, der könnte das schon nicht. Der T6 wäre auch zu klein. Also bleibt eigentlich nur der Puma oder halt dann als nächstes der Lamborghini. Unterschied 20.000 nochmal. Tja. Ich hätte natürlich beide gern. Ja. Ich kann nochmal eben nach dem Auftrag gucken. So. Wieso drücke ich ja nicht mal die falschen Tasten? Nein, nein, nein. Mist. Du musst mir irgendeine Schultertaste beidrücken, ne? Mhm. Ah. So ein Kram machen wir nicht. Schwarz-Weiß. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die werden sie ein paar. Oh, Leute. Lest das mal selber durch. Also. Nee. Also da würde ich mir echt mal so ein paar Missionen wünschen. So wirklich mal was Vernünftiges. Vielleicht. Ah, können Sie mal für die Zukunft was machen? Ja, irgendwie so einen Auftrag annehmen mit Liefer X Tonnen an Weizen und keine Ahnung. In einer Woche muss das geliefert haben. Ansonsten gibt es eine Konventionalstrafe, wenn du es nicht schaffst. Irgendwie sowas halt, ne? Das fände ich ganz cool. Und nicht hier so ein Quatsch mit Viecher anmalen, damit es aussehen wie Zebra so. Naja. Ist ganz lustig, aber. So. Und jetzt schicke ich den nochmal weg hier. Mach's gut. Gucken, was das jetzt noch bringt. 709.000. Diesen neueren Hurleyman zum Beispiel, den würde ich gerne nehmen zum Beinpressen oder zum Schwaden oder Heuwenden oder. Warte mal, 15.000 extra, also ich glaube, da haben wir im Endeffekt jetzt mehr bekommen, als wenn wir den zum Getreidesilo gebracht hätten, ne? So, müssen wir mal gucken, wie weit jetzt unser Traktor ist. Und ich würde sagen, wir sehen das Feld jetzt nicht ein und warten jetzt wieder ewig, sondern sehen zu, dass wir zur Not verkaufen wir jetzt Baumstämme. Und dann wird ein zweiter Traktor gekauft. Also so geht das ja nicht weiter. Dass wir dann hier nicht arbeiten können. Ich brauche den für den Forst, weil die Bäume dann Stück für Stück weiter sammeln. Und davon das Geld reinkommt und wir dann uns weitere Gerätschaften kaufen. Ne? Und jetzt nicht, dass wir ein Feld sehen. Und wenn wir wieder sehen müssen, dann haben wir ja schon wieder Stillstand. Ach nee, warte mal. Wir müssen ja eh unten erstmal abliefern. So, der ist jetzt auch fertig. Mal gucken, was unser anderes Feld macht, aber ich glaube nicht, dass das schon so weit ist.
So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Moment. Ne, hier nicht, sondern hier. Felder, Wachstum. Und zwar Feld 38. Habe ich da jetzt immer noch nichts eingesät? Fruchtsorten. Habe ich das nur gegrubbert? Doch, Raps ist da drauf, ne? Ich sollte vielleicht mal meine alten Folgen anschauen. YouTube. Merkwürdig. Okay, ja, den Grubber brauche ich jetzt nicht wirklich weit wegbringen. Naja, doch, ich bin mal zum Hof. Dann können wir dann wiederholen. Ich packe den aber hier vorne mit hin. So, das Wasser muss ich da eh gerade nicht dran. Achso, Moment, das Gewicht muss ab. Ah, besser zielen. Komm schon. Hä? Hallo. Ich stehe doch perfekt. Komm schon. Ist der umgefallen, ne? Oder so. Das ist jetzt doof. Ah, Mist. Dann setzt man den halt zurück. Kriege ich das hin? Ich glaube schon. Einmal hier zurück. So. Poltergabe. Da. Einmal zurücksetzen. Danke. Und das machen wir auch mit der Poltergabe. Das ist die falsche. Ist denn die richtige? Egal, ich teste mal. Nicht, dass das die vom... Nehmen wir die richtige. Das Gewicht nehmen wir schon mal mit. So, die müsste jetzt hier vorne sein. Ja, es bringt ja nichts, wenn ich da jetzt noch... Moment. So. Stimme wieder da. Es bringt ja nichts, wenn ich da jetzt ewig gegenfahre, ne? Und hin und her und dann lieber mal zurücksetzen. Das kann ich auch mal reinigen. Ja, so geht es auch viel leichter. So, Poltergabe. Okay. Und jetzt auf in den Forst. Und dann nochmal eine Ladung voll verkaufen. Dann haben wir wieder 100.000 drin und dann haben wir die freie Auswahl. Ich fahre falsch. Nee, doch nicht. Ja, wenn wir das dann haben, dann würde ich auch mal anfangen hier mit Stumpenfräsen irgendwann.
Warte mal, wo liegt denn hier überhaupt was? Da oben jede Menge, aber ich könnte es auch hier an der Seite erstmal was stapeln. Ich glaube, da war auch noch einiges. Ich habe noch nichts gerissen hier bei der Folge heute. Naja, gut, ein bisschen Mais verkauft. Ne? So, da oben liegt was. Na, wieder so eine Gurke hier. Mal gucken, ob ich den überhaupt mitkriege. So. Ja, jetzt überlege ich gerade, was machen wir jetzt? Stapeln wir das jetzt hier am Rand oder laden wir es auf? Eigentlich müssen wir es aufladen. Ne? Da müsst ihr natürlich den hier auch rüberholen, weil sonst hat das ja auch keinen Wert. Gut, klar, wir müssen dann das zweite Mal den aufheben, ne? Und ja, es ist, ich hätte halt gerne mal diese Holzstapel ganz gerne und würde es dann mit dem Radlader, aber der ist ja jetzt auch nicht hier, den haben wir jetzt ja zum Abladen. Aber jetzt für den Rest der Folge. Machen wir es erstmal so. Jetzt müsste ich hier mal ein bisschen weiter hochklettern. Warte mal, wenn ich jetzt hier lang fahre. Da oben habe ich jede Menge liegen. Wie komme ich denn da dran? Niemand durch. Ja, jetzt den Buffalo. Das wär's, ne? Aber jetzt kann ich nicht. Ich würde ihn schon gern kaufen, ne? Aber dann geht's bestimmt wieder los. Hey! Denk an den Traktor. Ja, stimmt, ja. Oh, was kostet denn so ein Buffalo? Ist der. War das nicht 250 oder so, ne? Wieder im Dreh. Boah, vorsichtig. Mit dem Buffalo wüsste ich jetzt auch nicht, ob wir da nicht teilweise auch zu lang gesägt haben. Ich glaube, der kann nur die 5 Meter Stämme. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich bin so neugierig, sorry. Forst und so. Buffalo. 221. Fast schon ein Schnäppchen, YouTube. Ach, das wäre schon was, ne? Da oben da rumkraxeln. Das andere Problem, was ich allerdings sehe, ob du nicht da auch wieder die Hälfte verlierst, ne? Auf dem Weg nach unten. Wenn nicht, ging es natürlich definitiv schneller. Ja, jetzt hier die Stumpen. Ah, ich überlege echt gerade. Ihr müsst mich bremsen, sonst kaufe ich mir den Buffalo. Ich weiß nicht, mir macht das ja auch Spaß. Ne? Und das Geld hätten wir ja nicht schnell wieder drin, wenn ich den
herholen würde. Weil diese Hin- und Herfahrerei hier, das hättest du dann nicht mehr. Klar, du musst einmal umladen, aber ich denke mal, dafür hast du dann die Zeit gespart. Wie ich es ja ganz geil als Mod momentan finde, aber Achtung, ich will nicht durcheinander bringen, ist für den PC, ne? Nicht für PS4 gibt es keine Mods. Ist dieses Beast, dieser Wahnsinns-Schredder, gibt es aktuell auf Modhoster. Das Teil ist echt geil. Da kannst du die Stämme jetzt so hier dann einfach reinschmeißen und die werden geschreddert. So geil gemacht. Den werde ich auch nochmal vorstellen, nicht, aber ich werde den mal einsetzen. Vielleicht sogar am nächsten Sonntag, wobei ich mal gucken muss, weil wir auch da die Rübenernte haben. Gut. Zeit ist schon wieder um. Ich danke euch fürs Zuschauen und diskutiert mal mit dem Buffalo. Das wäre doch schon, oder? Was meint ihr? Ich meine, wenn wir uns den kaufen würden, das wäre jetzt einmal Holz wegbringen quasi. Dann hätten wir den zusammen. Und dann bringen wir noch ein, zwei Holz wieder weg. Mais können wir dann auch wahrscheinlich verkaufen. Und dann haben wir schon wieder genug Geld für den nächsten Traktor. Und der Jensi ist auch gar nicht so teuer. Ne? Wobei, da bin ich noch skeptisch, weil der Schlitten so kurz ist. Das nervt da ein bisschen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich habe viele Fragen gestellt. Vielleicht habt ihr mal Lust drauf zu antworten. Ich freue mich übrigens über eure Daumen. Die motivieren mich. YouTube. Danke dafür und wir sehen spätestens morgen, ne? Mach's gut. Ciao, YouTube.